Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde. Wir sind hier zu Gast beim SV Züsedom 48 e.V. Die Kollegen vom Vorstand, Herbert Krüger als Vorsitzender und Bärbel Bettag, meine ehemalige Arbeitskollegen übrigens vom Kreissportbund, damals sogar Rande, auch in Vorpommern-Greifswald. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und erzähl uns mal so ein paar Sachen. Wir haben ja eine lange Tradition, wenn wir 48 war unsere Gründung. Ab 49 gab es schon eine Fußballmannschaft, die in der Brandenburg-Liga gespielt hat. Dann darf ich den Volleyball nicht vergessen. Wir waren 1983 waren wir Landespokalsieger der DDR für Gemeinden bis zu 3000 Einwohnern. Ja, und das kein Highlight ist. Ja, das war wirklich. Also da hat das ganze Dorf gefeiert. Also Volleyball hat bei uns auch eine gute Tradition gehabt, aber ist dann leider eingeschlafen, weil der Nachwuchs gefehlt hat. Wir haben auch immer einen festen Sportjahresplan. Mhm. So, und da gibt es feste Wettkämpfe, die wir machen, also Vereinsmeisterschaften. Ja, okay. Das beginnt im Januar mit einem Skat, im Februar spielen wir Tischtennis. Dann ist so ein bisschen größerer, dann kommt E-Sport mittlerweile. Seit 5 Jahren machen wir E-Sport-Meisterschaften in der Turnhalle. Höhepunkt ist immer unser Sportfest Anfang Juli. Da ist wirklich aus Tradition heraus, ich weiß auch nicht, das wird unwahrscheinlich gut vom Dorf angenommen. Okay. Ja, und dann haben wir eine Bowling-Meisterschaft im Herbst. Die machen wir die letzten Jahre in Torgloh. Und ja, im Herbst steht dann im November unsere Jahreshauptversammlung. Ein strammer Plan. Ihr seid 50 Mitglieder circa? Ja, 50, und wenn wir dann noch so ein paar Nicht-Aktive nehmen, sind wir bis zu 70. Ja, ja. Aber so in etwa verhält sich das. Das ist auch ein guter Organisationsgrad, wenn du siehst, unser Dorf hat maximal noch 200 Einwohner. Ja. Also sind wir da noch gut durchorganisiert. Kurzfristigen oder langfristigen Vereinsziele. Ich meine, das hier, die schöne kleinste Tribüne der Welt. Ja. Die werden wir natürlich, das ist vielleicht die oberste Priorität im kurzfristigen Vereinsziel. Aber was habt ihr langfristig noch für Flutlichtanlage? Bewässerung habe ich vorhin schon. Bei der Bewässerung sind wir jetzt dabei, da müssen wir sehen, wie wir da finanziell klarkommen. Da haben wir mal umgekehrt geplant bzw. gehandelt. Wir hatten ein bisschen Geld, mussten das so rausgeben. Also die Anlage ist schon da, aber wir haben den Zufluss noch nicht geklärt. Ach so, okay. Die Anlage haben wir schon. Ne? Also das war und ist auch so ein bisschen unser vordergründiges Ziel, auch mit einer attraktiven Sportanlage auch junge Leute noch wieder anzulocken.